Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Katagon Thüringen. Müssen wir alle spotten. Den Rest zumindest. Und dann geht's näher weiter. Die Bahnpresse. Nicht fahren. So. Ja. Lenkung? Ja, gut. Gut. Doch, geht. Zu früh gemeckert. Ja, pressen. Nebenbei, es kommt gerade die Teile ernte von Hafenfeld. Das geht nebenbei durch. Alleine automatisch. Ja, jetzt bringe ich noch ein Heuballen von einer Mission. Nicht geschafft, den mal zu holen. Haben die Schule erst eine vor. Mal schauen. So, ein andere noch. Die Ballen müssen noch. Den Hof, die Rundballen. Aber das ist auch noch was, ne? Egal. Im Grunde will ich jetzt alles vormachen, bevor ich will ja noch Wachstum nochmal Gäres zurückbringen. Oder Kalken sein muss. Oder Kalken wäre eigentlich nicht das Problem. Das kann man auch machen, wenn der Ball noch liegt. Die Reste geht auch unter das Boot. Das ist immer geil, ne? Dann wieder Zulieferer oder Tisch selber abholen. Oder hinschicken. Die Heuballen gepresst bekommen. Das kann man ja machen, aber Heu geht ja noch schnell. Im Prinzip ja. Also nicht warten, bis die so weit sind. Also Lagerballen hätte ich ganz gerne, wenn die vorher verliert sind. Dann ist es gleich entweder in den Kupfer reingehen kann oder ja, das Lager halten. Am besten wäre ein Kupfer, dann wäre es nämlich gleich weg. Fahren sie hier rein wollen. Ja, Dienstag, ne? Wahnsinn. Bei mir ist jetzt Mittwoch. Auch Wahnsinn. Ja, nun ist Sommer da, ne? War nicht so warm, wie es sein könnte, aber... Also, ich weiß nicht. Ich hab's ganz gerne. Ich bin wieder so groß aktuell, mit 28 Grad, wenn es gerade kalt ist. Aber halt, Unwettergefahr ist wieder Wochenende da, also... War nicht mal, wenn ich vor dem Kommen, sondern... praktisch... in die Hochlade, ne? Und heute in 5 Tagen oder 4. Ja, Sommer ist halt die Zeit der Gewitter und so. Ne? Und dann droht nächste Woche in Alpenregion und Bayern teilweise wieder Hochwasser. Oh, das kommt. Brauchst du nicht, ne? Und die betroffen sind und unter den Scheißen. Und die Arbeit von Medien in vielen Jahren dann nicht gekoppelt. Wer es vorher weiß, der kann sich ein bisschen vorbereiten. Wenn ich da irgendwo wohnen würde, wo das einmal Hochwasser wäre, würde ich im Keller nie wieder was einrollen. Ja, ein Fahrrad oder so, ja, okay. Das kannst du ja nicht hochwerfen. Aber andere Sachen, also gut. Weiß nicht. Ich meine, wenn ein Single-Haushalt, da hast du nicht so viel vor. Ja, das kann ich nicht. Das ist ja, ja. Das kann man ersetzen zur Not, ne? Wo sind die tollen Geräte für Frierschenke? Wenn der noch voll ist, das ist ganz gut. Aber wie gesagt, ich würde in so eine Gefahr nicht kommen. Wenn ich einmal nicht offen bin, wäre ich da nicht zu klein stehen. Auch wenn sie haben die nicht abgestellt. Kann. Den einen jetzt runter war. Platz für den. Der läuft vom Regen. Mal schauen, wir haben die aufgenommen. Siehst du? Das kann jetzt hochfahren. Nee, gucken. Dann denke ich auch. Ob's denn auch hochgeladen wird. Ach, oder was er denn da gemacht hat.
Ja, zweimal habe ich die Blitze und Donner gehört. Und die voll aussehen. Aber da habe ich schon 19 Aufnahmen am Ende. Ist doch nichts zu überschätzen. Oder, ne? Ich möchte nicht getroffen werden. Ich war voll aus der Tür. Ich habe natürlich einen Grumpf. Man sagt so allgemein, wenn der Blitz und der Donner ist zur gleichen Zeit kommt, dann ist er praktisch mehr oder weniger voll aussehen. Aber er muss dicht gewesen sein, weil es extrem laut war. Das ist schon extrem Schauspiel. Ne? Und da kann man sich freuen, wenn man selber nicht getroffen ist. Was vor 2 Jahren mal. Auch ein viel mehr. Aber es wurde gerade auch ein paar Beulen im Auge gehabt. Nein. Solange du eine Beule hast, ist ja auch nicht mehr getan. Man kann schon die Scheibe kaputt gehen. Das ist drin. Das würde ich nicht wissen, was kostet, wenn die ganze Elektronik hinüber ist. Ganz früher gab es mal Tachowelle und Tacho und Anzeige mechanisch. Heute hast du ja alles hoch komplex. Ne? Und da habe ich versehen. In so einem Fall wollte ich meine Vollkraftwerke auch nehmen. Um das Ganze nicht bezahlen. Aber für kleinere Schäden, da bin ich dann 10 Kilo neu. Ich will jetzt keine Höhe. Im Wetter weiß ich nicht, wie lange ich das gemacht habe. Jedenfalls versichern, irgendwas keine Preise. Das ist doch hart. Aber im Wetter weiß ich gar nicht, was da der Preis ist. Aber besser passiert nichts. Ne? Ich habe mal gesehen, dass die schöne Decken bekommen mit so Steppwerken und so. Nicht. Aber das Problem ist, wir lässt ihn auf den Scheißen. Ne? Dass sie den Hintern draufziehen. Das machst du auch mit. Wenn das Ding dann nass wird, die Brust hat nicht mehr trocken. Das Dach daraus wird wirklich noch gehen über mehrere Tage. So gesehen, du kannst ja nicht früh aufgehen. Gut gehen. Und dann lässt du auch noch liegen. Am Parkplatz. Das ist ja nicht weg. Hier haben sie jetzt einen Parkplatz mit Solarzellen bedeckt. Gedacht. Also, ja, das ist ja praktisch, ne? Wenn das, das Solarzellen bedeckt geht. Haben sie mal gezeigt, Texas, ganze Solarpark, Satellite am Hagel. Hier haben die jetzt in Oberösterreich, die privaten. Die Häuser haben, die alten Träger gekündigt und haben neue bekommen. Von 15 Cent auf 2 Cent. 20.000 Kunden betroffen. Wenn das sowas vorher kalkuliert hast, nachher gekauft, dass du ein paar Unkosten mit reinholst, ja, dann hast du echt sehr kalkuliert. Ich habe ja auch so ein Baukraftwerk und das rentiert sich echt nur, wenn ich zu Hause bin. Und das entsprechend auch dann verbrauchen kann, wie heute. Läuft dann. Beziehungsweise, mein Zähler ist gebremst. Wo ich jetzt auch mehr nachlässt. Also, wenn man weiß, das sind ja normalerweise so um 12 Uhr da hast du einen optimalen Winkel. Ja, wenn ich jetzt einen Mais hätte, dann würde die BGH sich lohnen, aber jetzt aktuell Schulter. Aber das ist so eine Karte neu belegt.
ist das natürlich ungünstig, ne? Das war ja damals in Deutschland offen und bis Mais so kommt, das ist ja auch Zeit lang dauert in der Weile. Das hast du also, glaube ich, verrechnet. Verrechnet? Oh ja, hab ich gemacht. Ich habe es zwar so hergerichtet, wie ich es gebraucht habe, also wie ich das vorher war, ungefähr. Die Fahrzeuge, die kriegst du darüber, das sind spezielle Datei, da musst du alle Rechnungen irgendwie einfügen. Und Geld musst du halt eintragen, mit Schulden. Das wird gut haben. Ne? Ideale sind normalerweise, wenn du praktisch schuldenfrei bist. Mit der also Felder verkaufen, theoretisch, oder man schreibt sie halt die Preise auf die Maschine. So wird das. Verkauft das halt und kauft dann neu. Ne? Ein bisschen Arbeit halt. Oh, 14 Uhr, da müssen wir raus rein. Ja, jetzt haben wir Juli. Ja, das dauert ein bisschen. Prost. Mal schauen, die Ernte noch fertig haben hier, ob wir noch Erdemission haben. Das wäre ganz praktisch abwechseln. Und hier Rasen so würde ich dann machen. Maisaufträge für die Lage gibt es ja noch gar nicht. Wusste ich jetzt nicht, dass so die. Irgendwo eine BGA geben, die man dann nutzen kann. Ne? Den Wohnaufbau, den wir dann damals. Kann ja in Ellengrad, mir das haben wir uns erwischt, das Geld. Ich habe gedacht, naja, wenn du schon ein Land kaufen musst, dann musst du auch die Wohnung kaufen. Dann musst du halt nicht alles planieren und für alles rechnen. Ne? Also, das ist ja jetzt, ja. Thüringen ist ja nicht ganz eben, ne? Und Wachebene sind auch nicht voll gesehen. Das ist eine Frage von Ankaufen der Acker, der Prinzip, der relativ flach ist, ne? Kannst du da planieren. Das Ganze noch gut. Muss mal gucken, wo es wäre. Unsere Regierung ist mit toll. Aber ich würde ganz gerne einen kleinen Hof. Das ist jetzt auch so ein bisschen. Warum schwer, wenn es einfach geht, ne? Da sitzt dann wieder oben nach rechts und nicht in der Raps. Natürlich der Hammer, ne? Dominieren willst du natürlich klar. Mal gucken, es gibt wieder, gibt es einen Mod, wo man praktisch mit einem Wacker das machen kann, oder Radlader. Das wäre schon interessant. Lässt sich, glaube ich, besser steuern, wie jetzt, mit, wenn du von oben guckst und dann mit der Maus hingehst. Ne? Gut, das wir erstmal alles. Packen wir zusammen. Und da fahren wir zum Hof. Wir schicken zum Hof. Wir fahren weiter. So. Ja, hier ist auch Juli, ne? Wenn wir echt spielen würden, dann wäre es natürlich. Mal gucken, ne? Also, das kann man praktisch 7 Tage spielen oder so. Immer jede Woche. Aber dann kommt sie weiter. Mein gut, du kannst Mission machen und Ende.
Das könnte man theoretisch tun. Gut, gab es ja wieder ein Treiber-Update. Mal sehen, vielleicht, dass für die Crossy ein bisschen besser wird. Aber ich glaube eher nicht. Also da sehe ich mich bald gezwungen, einen Umzug zu machen. Ja, das ist halt so. Oder man müsste praktisch gebäudetechnisch, aber das ist auch blöd. Auf Standard-Dings zurückgehen, wenn das auch besser ist. Lässt sich mal einen anderen Spielstand mal kopieren und dann mal kopieren. Ob eine Mühle standardmäßig oder ein Bäcker oder. Ja, Stimmen sind auch nicht schon mal. Ob es dann ein bisschen besser werden würde. Aber es geht dann auch wieder nicht, weil wir haben so viele Brüchte wie jetzt, weiß ich. Ja, mehrere Mühlsorten. Ja. Das wäre natürlich ungünstig und da wird's. Ja. Verzichten müssen. Das könnte irgendwie der Traktor kommen. Mit Hafer. Das wäre so eine gute Möglichkeit, verkaufen und verbrauchen für die Marsch. Theoretisch. Aber nur theoretisch. So. Da wir die Presse nehmen und dann die Räuber ins Zeug machen. Ne? Da kann man dann entsprechend näher, wo die herfahren. So, er kann stehen bleiben. Der Traktor. Oh, laufen. So Teile machen wir auch mit diesen Zinken. Aber leider ist hier nicht dabei. So, liebe Schauer, das soll schon heute gewesen sein. Ja, danke fürs Einschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.